Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Runde Pickups hier auf meinem Channel. Das wird das letzte Pickup-Video für 2022 sein. Nächste Woche wird es nochmal einen Livestream geben, zusammen mit Aslan. Und dann ist 2022 gelaufen. Leute, es gibt einige schöne Sachen zu zeigen. Was das alles ist, das seht ihr nach dem Intro. Ja, was gibt's heute Schönes? Einmal zwei original verpackte Origins, eine Mint Marshall Bravestar Figur sowie drei Videospiele, wovon zwei sealed sind. Damit möchte ich auch anfangen. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Marc. Marc und ich kennen uns jetzt seit gut 4-5 Jahren. Wir haben uns über die Videospiele kennengelernt, über den YouTube-Channel hier und tauschen uns auch privat doch jetzt das ein oder andere Mal aus. Tolle Sache für mich auf jeden Fall, dass er mich wieder angeschrieben hat und gesagt hat, du, ich habe eBay Kleinanzeigen durchstöbert, da war ein Angebot dabei, solltest du mal angucken. Gesagt, getan, da gab es NTSC Xbox-Spiele für 2 Euro das Stück. Ich habe 3 Spiele genommen, also alle 3, die angeboten wurden. Die anderen Spiele haben mich nicht interessiert. Das Ganze gab es dann inklusive Versand für, ich meine, knapp 10 Euro. Und das Schöne hier dran ist, dass 2 Spiele noch sealed sind, was so auch nicht in der Beschreibung stand. Tolle Sache. Zum einen gab es Tomb Raider Anniversary im neuwertigen Zustand. Wie gesagt, alles NTSC-Version. Und die hatte ich so in dieser Version noch nicht in meiner Sammlung. Dann gab es ein Sealed Tomb Raider Reboot. Müsste von 2013 gewesen sein. Ganz genau. Ist auch so. Das Ganze ist auch sealed. Inklusive der Xbox. Des Xbox Sicherheitssiegels. Ist klar, direkt unter der Folie. Ebenfalls inklusive Siegel und Originalfolie drum. Tomb Raider Legend für die erste Xbox, die erste Generation. Das hat mich natürlich dann am meisten gefreut, das noch sealed in der Sammlung zu bekommen. You'll be seeing more of me soon on Xbox 360 and Xbox. Und auch da könnt ihr wieder sehen, der Marc hätte die Sachen kaufen können, mir die verkaufen im Prinzip, hat er nicht gemacht. Der gibt das immer 1:1 weiter. Und wir hatten sowieso auch untereinander schon den einen oder anderen wirklich sehr, sehr guten Deal, wie ich finde. Marc, vielen Dank und ja, die Sachen kommen so in meine Sammlung. Als nächstes zeige ich euch eine Figur, mit der ich als Kind überhaupt nichts am Hut hatte und erst jetzt so in meiner Sammlerlaufbahn immer mehr Berührungspunkte mit dieser Line hatte. Es geht um Bravestar. Der Aslan sammelt das ja bekanntlich, hat dort auch schon eine schöne Mock-Sammlung mittlerweile. Und ich muss sagen, der Hauptcharakter, der hat mir immer sehr gut gefallen. Dann war ich jetzt ein paar Wochen auf der Suche danach, habe immer mal wieder eBay durchstöbert, habe dann aber gesehen, dass es doch einige Angebote gibt, dass aber immer irgendwas mit den Figuren ist. Wenn dann Fehlteile oder halt Farbabriebe, irgendwelche defekten Stellen und so weiter und so fort. Ja, somit habe ich dann den Philipp angeschrieben, weil der hat wirklich so eine Schatzkammer, sag ich mal, wo ja nicht jeder dran kommt, und habe gefragt, ob er eventuell noch Marshall Bravestar abzugeben hatte, und er hatte einen im Angebot. Das auch wirklich für einen sehr fairen Preis. Also ich habe jetzt für die Figur 95 Euro ein paar kaputte inklusive Versand bezahlt, und die Figur ist Real Mint, Freunde. Also er hat sie selber von der Karte geholt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige es euch erstmal. Marshall Bravestar im Mint-Zustand, ohne jegliche Farbabriebe, inklusive Action-Feature, welches funktioniert, einer komplett heilen Rüstung. Ihr seht es auch gerade vorne, die Silberparts, die sind immer abgerieben, die sind zerkratzt. Marshall Bravestars Gesicht im perfekten Zustand. Auch hier seine Mütze und so weiter, sein Hut, alles dabei. Ja, ich bin restlos zufrieden. Super feste Gelenke, also das ist wirklich eine Real Mint Figur. Wenn ihr die in Händen haltet, dann merkt ihr das auch. Ja, absolut genial. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Philipp. Dabei war da noch ein Comic Poster, welches immer beilag. Da habe ich den Philipp extra nochmal gefragt, weil, wie gesagt, ich kenne mich mit der Line überhaupt nicht aus. Hier mehrsprachig das Ganze. Die New Texas Daily News. Wenn ihr das Ganze dann aufklappt, habt ihr hier ein Poster. Ob die Motive immer gleich waren bei den Figuren, kann ich euch leider nicht sagen.
Wenn ihr das wisst, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Ja, das war noch dabei. Und dann einmal Kerium. Da müsste aber laut meinen Recherchen und laut der Aussage vom Aslan zweimal Kerium dabei gewesen sein. Auch das überhaupt nicht bespielt, keine Kratzer drauf, nichts. Da werde ich den Philipp nochmal fragen, ob da einfach nur vergessen wurde, das zweite beizulegen oder ob ich es im Paket übersehen habe, das dann somit im Altpapier gelandet ist oder ob es einfach gefehlt hat. Vollkommen egal. Für den Preis genial. Und falls ihr noch einmal Kerium irgendwo in eine Tauschkiste übrig habt, lasst es mich gerne wissen. Und lasst es mich auch gerne wissen, ob ihr was mitbekommen habt von dieser Serie. Also die lief ja bei uns im Fernsehen von 1987 bis, ich glaube, 1992 oder so auf Tele5, hat meine Recherche ergeben. Ich persönlich habe es nicht mitgekriegt. Und in dem New Texas Daily News, also in diesem Beicomic, sag ich mal, in diesem Beiblatt, steht gedreht 1986. Ich weiß nicht, ob die Toyline jetzt 86 schon bei uns in den Läden war. Ich meine aber auch von 87 bis 89 circa. Ne? Das könnte mich, wie gesagt, gerne wissen lassen. Gibt es auch nicht wirklich viel zu recherchieren im Internet, weil die Toyline wird nicht viel gesammelt, in Anführungsstrichen. Also im Star Wars und im Moto-Bereich wesentlich mehr Leute am Start. Aber ich habe schon gemerkt, da gibt es dann doch eine kleine Fanbase um Marshall Bravestar. Und ja, ich bin infiziert, sag ich mal. Ich wollte jetzt diese Hauptfigur haben. Jetzt sagte der Aslan mir, du, der Tex-Hex, der fehlt dir dann auch noch. Da hast du beide, wie He-Man und Skeletor. Ja, Leute, ich suche noch einen Mint-Tex-Hex. Und dann bin ich auch fertig mit Bravestar. Eventuell noch den 30-30 und dann war's das. Nein, der reicht mir jetzt erstmal. Fokus liegt ganz klar auf Masters. Zweiter Fokus auf Star Wars und dann kommt irgendwann mal Bravestar. Also wie gesagt, sollte mal ein bisschen Geld über sein. Und Mint-Tex-Hex wird dann gerade angeboten, dann nehme ich den natürlich mit. Ansonsten reicht mir erstmal diese Figur. Als letztes zeige ich euch meine zwei neuesten Origins-Errungenschaften, die beide im Collector's Grade hier angekommen sind, die mich beide ein bisschen mehr gekostet haben als der ursprüngliche Preis. Viele von euch kaufen ja die Figuren bei Rossmann oder bei Smith Toys. Mache ich auch in der Regel. Ich habe mich aber davon losgesagt, da jetzt wirklich immer hinterher zu fahren, sämtliche Rossmänner abzuklappern und so, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich sage mir, damit zahle ich lieber ein bisschen mehr Geld, habe aber meine Ruhe. Oder ich warte halt ein bisschen länger, bis die auch wirklich komplett hier verfügbar sind. Also ich mache mir da bei den Origins, bis auf bei den Exclusives, überhaupt gar keinen Stress. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, weil die Figuren sind so oder so dann irgendwann hier verfügbar. Also bis jetzt habe ich jede Figur gekriegt, die ich auch haben wollte und immer zu korrekten Preisen, in meinen Augen. Ne? Der liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Als erstes eine der besten Origins-Figuren überhaupt, nicht nur aus dem Jahr 2022, ist für mich Cobra Khan. Da habt ihr jetzt schon einige Reviews von bekannten YouTubern aus der Szene gesehen. Die waren auch alle sehr begeistert, also ich hatte bis jetzt keine negativen Stimmen darüber gehört. Toll ist halt hier wirklich bei der Snake-Man-Reihe einmal generell das ganze Kartendesign und was mich richtig flasht, ist halt der Blister, der diese typischen Schuppen der Schlangen dann nochmal aufweist, der die nachbilden soll. Einfach nur genial. Das hier im Collector's Grade habe ich auch den Philipp abgekauft für, ich glaube, 45 Euro inklusive Versand. Perfekte Karte, perfekte Figur, alles top und das war es mir wert, das Geld. Das Ganze habe ich dann noch in ein Morax-Case gepackt, super genial. Genauso beim Rattlore, auch hier mit der typischen tollen Snackman-Karte und ihr seht auch diese Figur im Collector's Grade. Das Ganze gab es vom Retro-Rauner und ich meine auch für 45 oder 50 Euro ist jetzt schon ein bisschen länger bei mir. Die Figur hat mich das Ganze dann gekostet. Ja Leute, der eine oder andere wird jetzt sagen, oh, das ist eine 20-Euro-Figur oder im besten Fall eine 14-Euro-Figur vom Rossmann. Aber wie gesagt, mir war es das wert. Ich habe keinen Stress damit. Ich habe die beiden jetzt seit ein paar Wochen bei mir in der Sammlung im absoluten Bestzustand und für mich persönlich ist das absolut okay. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht.
seid ihr da wirklich so ein bisschen auf Geiz ist geil und ihr wollt dann auch wirklich nur diese 14 Euro oder 20 Euro für die jeweilige Figur bezahlen? Oder sagt ihr, nee, du, da greife ich auch ein bisschen tiefer in die Tasche und dann habe ich meine Ruhe. Naja, das ist, denke ich mal, jedem selbst überlassen, wie er das Ganze macht. Ich freue mich über die Figuren. Die beiden wurden mir im Prinzip auch dann mehr oder weniger 1:1 weitergegeben von den Jungs, weil bei Big Bad Toy Store kosten die Collector's Grade Figuren, ich glaube, eigentlich 26 Euro oder so, irgendwie so um den Dreh oder 32 sogar, irgendwie sowas. Dann kommt noch Porto und so weiter da drauf, also alles in Ordnung für mich. Ja, perfekt. Das soll es gewesen sein für dieses Jahr an Neuzugänge. Ich will hoffen, ihr seid nächste Woche beim Livestream dabei. Da werde ich noch eine Ankündigung machen auf diversen Kanälen, damit ihr das Ganze dann auch nicht verpasst. Da ist der erste dann nochmal mit am Start. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ciao.